Katze zeichnen, Variante 1, die sitzende Katze. Ich beginne mit einem Kreis, einem Oval und einem weiteren Kreis. Ich setze zwei kleine Dreiecke an die Stellen, wo die Ohren hinkommen und markiere die Stelle für die Vorderbeine. Nun kann ich beginnen, den Kopf auszuarbeiten. Der Schulterbereich der Katze ist meistens sehr, sehr schmal. Deswegen arbeite ich ihn hier etwas schmaler aus. Und der Rücken wölbt sich dann etwas vor. Beim Brustbereich deute ich ein wenig das Fell an. Nun beginne ich, die Vorderbeine auszuarbeiten. Und deute ein wenig den Bauch an. Aus dem unteren Kreis forme ich den Schenkel für das Hinterbein. Den Schwanz nicht vergessen. Und das Gesicht ausarbeiten. Ich kann es nicht oft genug sagen. Nehmt euch Zeit für die Ausarbeitung. Bilder entstehen nicht innerhalb von 15 Sekunden. Also viel Spaß beim Üben und Ausprobieren.